Gustavs. Ach du grüne Neune, da ganz unten. Und das hier? Das ist relativ nah hier dran. Ja, das machen wir. Ah, Nebelinge. Und noch eine Errungenschaft. Nicht gut. Mensch, heute ist Tag der Errungenschaften, wie ich sehe. Wo ist das Brotbein her? Gut, wenn es nicht oft schlägt. Ah, gewöhnlicher Klippe, den brauchen wir nicht. Ah, wieder Neblinge. War hier nicht irgendwo einer? Okay. Ich muss das irgendwie kaputt machen. Muss ich. So, dann haben wir auch das. Und jetzt fehlt uns nur noch ein Schatz. Ja. Das ist ganz, ganz weit da oben. Oder unten. Ja, doch unten. Okay. Dann gehen wir einfach mal nach Hintwacht. Wir machen dann einfach Schnellreise. Ich glaube, sonst sind wir Ewigkeiten unterwegs. Okay. Komm. Ja! Jetzt. Okay. Jupp. Aber. Wir müssen eher nach diesem Weg Richtung. Und ich befürchte, dass hier wieder Ertrunkene sind. Die neigen ja gern mal dazu, mich anzugreifen. So, und sobald wir diesen Auftrag erfüllt haben, geht das wieder nach Skellige. Und da werden wir dann auch erstmal daneben Aufträge machen. Gucken, soweit alles finden, was es zu finden gibt. Bevor wir weiter nach Ciri suchen. Ich möchte nicht, dass das Spiel hier vorzeitig endet. Nur weil ich ja Raid der Hauptquest folge. Wo ist jetzt dieser... Irgendwo hier hin. Ja. Sehr schön. Ah, hier müssen wir auch noch ganz viel erkunden. Wir könnten zwar jetzt auch Plötze nehmen, aber... Es ist immer noch nur am Regnen. Ja nicht. Ich glaube, seit 40 Minuten regnet es in diesem Spiel. Nimmt sich wahrscheinlich ein Beispiel an echtem Wetter. Ich muss auch unbedingt mal nachgucken, was das höchste Level hierbei ist. Ich habe immer noch nicht herausgefunden. Ich meine, beim zweiten war es, glaube ich, 35. Und ich glaube, im ersten war es 50.
Ich meine, hier hatten wir eigentlich meinen Schatz. Direkt und wieder einmal auftauchen. Gerät hat sich festgepackt. Schon? Gerät, bitte einmal. Komm schon. Ich hasse es. Ich hasse Wasser. Wasser in Videospielen ist schrecklich. Rein. Gut, dank der Ertrunken dann schon. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo rein müssen. Aber ich glaube nicht. Wäre nett, wenn ihr einfach mal von hier, aber naja. Schon. Komm, komm, komm. Hoch. Gerald schwimmen, Gerald schwimmen. Bitte ganz schnell ans an Land. Ganz, ganz schnell. Wobei das nicht schnell ist, was er da gerade tut. Was? Yeah. Okay. Ist halt ein gemütlicher alter Mann. Ja, ich glaube auch. Gerät hat einfach die Ruhe weg. So. Ja, wir können jetzt direkt nach Skellige. Und ich glaube, das machen wir auch. Dann sehen wir mal was anderes als ewig das hier. Ist ja nervig. Ich denke mal, wir werden noch genug Zeit haben, die restlichen interessanten Orte hier zu erkunden. Guck mal, wer ist da und Doppelspiel? Na gut, wenn haben wir sowieso noch die DLCs. Die warten ja auch noch auf uns. Hallo! Ach schade, ich wollte gerade jemanden umbringen, aber euch kann ich leider nicht umbringen. So. Weltkarte. Gellige. Sind die anderen? Sind die alle da? Okay. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Gellige. Schön. Gut, ja, dann gehen wir erstmal dahin. Dann dahin. Oh Gott, das werden das meiste aus dem Wasser. Oh, oh, ich will nicht. Ich mag Wasser nicht. Ich hasse Wasser. Das Spiel ist scheiße. Ich hab da so eine Abneigung gegen. Wisst ihr? Es ist nicht schön. Uah. Keine Kraftspinne auf Stufe 31. Mm-mm. 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 Nee. Ich weiß, was beim letzten Mal passiert ist.
Vergiss es. Nein, 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 nein. Oh. Guck ich da hoch? Du musst versuchen. Komm, Geralt. Geralt, streng dich an. Bitte? Nein, 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 nein! Elegant runtergeslidet. Ja! Meilen und Meilen drumherum. Geralt, wo hast du deine Bergsteigeruniform gelassen, ha? Unglaublich. Ja, bitte nicht. Nein. Braver Geralt. Schenkt mir Stärke und Weisheit, oder? Es ist wahr. Die Legenden lügen. Ah, schau. Wo ist er hin? Da. Bin ich blind? Pausenlos diese Äxte und Zähne. Die Luft schwer von Harz genommen. Die Halsbar. Ich glaube, wir nicht gefunden werden. Mudran, ich flehe dich an. Nimm diesen. Ah, hier ist eine Höhle. Okay. Ja, wo ist dich doch? Können wir reden? Hm. Die wilde Jagd wird Kaer Morhen bald angreifen. Helfen. Ich brauche deine Hilfe. Die wilde Jagd? Bist du sicher? Dann weißt du, wo Ciri ist? Ja, ich weiß es. Und die wilde Jagd wird es auch wissen, sobald ich sie gefunden habe. Verstehe. Ich werde sofort packen und spätestens morgen aufbrechen. Danke. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe das Mädchen großgezogen und bin ihr immer noch verpflichtet. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Okay. Waffenbrüder. Ich habe seit langem niemanden vom Kontinent mehr gesehen. So, hier ist aber noch jemand, der einen Auftrag hätte. Da. Wollen wir natürlich auch machen. Ich habe dich rufen hören. Ja, ich habe auch gerufen. Ich danke Mutter Natur, dass sie an meiner Stimme nicht gespart hat, wie bei einigen anderen. Ich kenne. Weißt du, einer von uns, Egil, ist plötzlich stumm geworden. Keine Zauber und Tränke helfen ihm. Aber starke Gefühle und Erlebnisse können die Stimme wiederherstellen. Ich dachte, dass du vielleicht... Ich bezahle dich natürlich. Du kriegst eine exzellente Quintkarte. Brauche ich zwar nicht, aber ja, danke. Ich könnte es versuchen. Aber ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Ich geh's eh noch nicht. Du willst, dass ich ihn erschrecke? Ja, gut, gut. Das müsste es sein. Erschrecken, irritieren, was auch immer. Aber du darfst ihm nichts antun. Gewöhnlich hält sich Egil bei der heiligen Eiche auf. Der Arme betet wohl stumm um Heilung. Ja. Natürlich tut er das. Schocktherapie. Ja, so ein guter Schock. Der hilft immer. Wenn jetzt irgendeiner Jumpscare machte. Dann dreh ich durch. Vielleicht sagt er was, wenn ich sein Feuer lösche. Nicht wirklich. Bist du der stumme Druide? Oh ja, dumme Frage. Wann hast du deine Stimme verloren? Ich weiß auch, so viel bringt mir. Kannst du mir das zeigen, mit den Fingern? Wie charmant. Ja,
Haben sie versucht, dich auf eine andere Weise zu heilen? Mit Tränken oder Kräutern? Nicht nur stumm, er scheint auch noch taub zu sein. Ja, und nicht gerade freundlich, würde ich sagen. Mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Bis dann. Mit Reden komme ich hier nicht weiter. Warte, zünden wir einmal an. Oh, das war doch das falsche Zeichen. Du siehst müde aus, Weißer. Ja, das Ziel will ich auch nicht angreifen. Ja, aber das funktioniert nicht. Ja, wie gesagt, das Ziel will ich auch nicht angreifen. Kann ich mich nicht einfach hinter ihn stellen und einmal Boom machen? Das kann ich jetzt an- und ausmachen, wie ich lustig bin. Ja, wie jage ich dem Kerl einen Schrecken ein? Also eigentlich müsste mein Gesicht schon reichen. Mit... Genau, irgendwas anderes. Nur dieses Feuer. Zinntöpfe. Damit lässt sich viel Lärm machen. Vielleicht sollte ich sie gegeneinander schlagen, wenn er schläft. Ein Hornissennest soll therapeutische Wirkung haben. Als Schocktherapie zum Beispiel. Oh. Gut, also Gegenschlagen funktioniert schon mal nicht. Das hat schon mal funktioniert. Naja, das auch jetzt eher so semi-gut. Ich weiß auch nicht, was... Achso. Legst du dich hin? Ja. Das heißt, jetzt mit den Töpfen, oder wie? Also, Gegenschlag funktioniert hier schon mal nicht. Aber das funktioniert. Verpiss dich endlich, du! Oh nein! Drei Jahre lang kein einziges Wort! War vielleicht auch gar nicht mehr so übel. Bis heute! Du hast mich dazu gebracht, mein Gelübde zu brechen. Zufrieden? Oh, tut mir leid. Ich bin reingelegt worden. Ich dachte... Buhuhuhu, mein tiefstes Mitleid! Jetzt geh mir aus den Augen, du Idiot! Hoppala! Ja gut, das fand er jetzt nicht so witzig. Ich weiß gar nicht warum. Ha,
Ich habe ihn bis hier drüben klar und deutlich gehört. Gute Arbeit, Hexer. Ich weiß. Deine Belohnung, wie versprochen. Ich werde nicht gern zum Narren gehalten. Vergiss das nicht. Sonst wirst du nächstes Mal sprachlos sein. Gut, so, wo wollten wir als nächstes hin? Nach da, ne? Dann machen wir das einmal. Speichern. Warte, wir rufen einmal kurz Plätze. Hallo, Plätze. Komm schon, Plätze. Endlich mal wieder Schnee. Solange hier echt kein Schnee liegt, geht's ja. Ich laufe einmal komplett in die falsche Richtung. Auch nicht schlecht. Super, na, so halb in die falsche Richtung. Oh, Harpien. Oder wir Harpien. Nein. Ich will jetzt gerade nicht. Ich will jetzt nicht spielen. Nein. Schickes Dorf. Hier haben wir alle Probleme. Euch geht's hier gut, was? Plätze, danke. Das ist in den Hügeln Silber. Hey, Hexer! Ich hätte ein Angebot für dich. Die Riesen sind furchtbar sauer auf dich. Nicht so schnell, Plätze. Okay, warte, Angebot. Was für ein Angebot? Einen Auftrag? Vielleicht, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Ich arbeite eigentlich alleine. Diesmal würdest du für eine Ausnahme sogar zahlen. Du hast nicht immer die Gelegenheit, mit dem berühmtesten Kopfgeldjäger nördlich der Yaruga zu arbeiten. Jengefret höchstpersönlich. Jengefret. So. Und wozu braucht der berühmte Jengefret einen Hexer? Du bist doch ein weitgereister Mann. Bist du vielleicht schon mal den Großbartbrüdern begegnet? Die jagst du? Ja, die sind echte Bösewichte. Drei sind es. Und jeder hat ein gerüttelt Maß Morde und Vergewaltigungen auf dem Kerbholz. Sogar Gräber rauben sie neuerdings aus. Man kann sie gut an ihren gelben Mützen erkennen. Wenn die Leute drei gelbe Mützen sehen, fliehen sie in die Häuser. Was natürlich nicht viel nützt, weil die Brüder auch gerne Brand stiften. Nein, die habe ich nicht getroffen. Wenn doch, dann sei vorsichtig. Die stecken dir schnell ein Messer in den Bauch. Und sei es zur Begrüßung. Das würden sie kaum bei einem Hexer versuchen. Bei denen kann man nie wissen. Also, ich breche bald nach Süden auf. Da habe ich noch nicht gesucht. Leb wohl. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Durchaus möglich. So, ich möchte aber erstmal ganz kurz in dieses Dörfchen. Gucken, was es hier sonst noch für Aufträge gibt. Seewald hat da Fälle verkauft und meint, ich pack das hier einfach erstmal rein. Vielleicht ist was dabei. In jedem Fall neue Orte. Deinesgleichen erkenne ich auf einer Meile. Habt ihr das Kind gerade geschubst? Ernsthaft? So, da unten wäre auf jeden Fall was. Was haben wir denn hier an? Wurfspelz haben wir auf jeden Fall noch. Das ist einmal am Arsch der Welt. Ja, natürlich einmal auf der Karte, auf der Seite. Okay. Das ist wo? Okay, das ist gar nicht mehr so weit weg von hier. Machen wir das so als nächstes. Mit uns werden Ruhm und Reichtümer zuteil.
Jetzt ist du einmal hier um die Ecke. So, kann ich ja einmal hinreiten. Wir müssen jetzt ein Pferdchen machen. Pferdchen. So, das ist ja jetzt, glaube ich, wieder ein Pferderennen. Aber woher die Banditen hier sind. Oh. Das war, glaube ich, gerade Pötze. Gute Nacht. Ebenfalls. Das Zeichen wollte ich gerade nicht benutzen. Die Götter segnen und belohnen dich, Hexer. Ich kann dir aber nur ein kleines Geschenk geben. Komm zu mir nach Hause, es ist nicht weit. Ah, okay. Ich verstehe. Ist er mein Befreier, mein Retter. Ich bin wieder bei meinen Leuten, dank dir. Sehr schön. Bis dann. So, ich müsste aber noch einmal eine kurze Minipause machen. Nur einmal kurz wohin. Und dann bin ich gleich wieder da. Richtig, ja. Ja. Yeah.